die digitale Transformation, insbesondere im Energiebereich, sehen wir als relativ weit fortgeschritten, weil die Notwendigkeit extrem hoch ist. Der Anteil an Renewables, die wir mittlerweile im Netz sehen, ist so massiv gestiegen, wie es vor einigen Jahren sich noch niemand vorstellen konnte. Und das treibt Firmen dazu, ihre Geschäftsmodelle anpassen zu müssen. Und das geht in weiten Teilen aufgrund der Komplexität heute nur noch über digitale Lösungen. Was erwarten wir jetzt als Politik von der Wirtschaft? Ich glaube, zum einen das Umdenken. Muss das alte, tradierte Strukturen nicht mehr funktionieren mit einer digitalen Welt? Ich glaube, dass das Thema der Digitalisierung natürlich ein ganz besonderes Thema ist für die Energiewirtschaft, aber für alle gesellschaftlichen Bereiche ohnehin. Wir spüren das ja im alltäglichen Leben, wie die Dinge sich vernetzen, wie die Dinge in das Internet hineingetragen werden. Dieses zu untersuchen, dies zu analysieren, dieses auch in die Praxis einzubinden, das ist die Herausforderung für unsere Energiewirtschaft in Deutschland, die natürlich nicht nur aus den großen Playern besteht, sondern aus rund 900 Stadtwerken. In jedem Ort stehen Windkraftanlagen, in jedem Ort gibt es Photovoltaik. Also die alte Welt ist vorbei. Diese dezentrale Welt funktioniert aber nur, wenn sie durch zentrale Kompetenz unterstützt wird. Wir von Hitachi haben auf einer Seite ein sehr gutes Industrie-Know-how, gerade im Energiebereich, aber auch im Manufacturing-Bereich. Und wir haben sehr gute Kompetenz im IT- und Analytics-Bereich. Was wir als Hitachi nun machen können, ist, dass wir diese beiden Bereiche zusammenführen und sozusagen intelligente Systeme entwickeln. Wir wachsen in eine Welt hinein, wo nicht mehr 100 oder 500 Energieversorger die Welt bestimmen, sondern Millionen Kunden sind Player in diesem Markt. Und das ist eine spannende Situation, die ganz primär in Deutschland derzeit experimentiert wird. Und die ist natürlich international von großem Interesse, wie ein Konzern von Hitachi, der natürlich international tätig ist.